Begeisterung schaut anders aus. Die häufigste Antwort von Russen auf die Frage, ob sie in den USA Trump oder Clinton wählen würden, war bis zum Wahltermin, dass sie gar nicht zur Wahl gehen würden. Erst auf Rang 2 kam die Wahl von Trump. Jetzt, nach Trumps Wahlsieg, wo man ihn schon im Weißen Haus in Washington mit seinem noch amtierenden Vorgänger sehen konnte, ist die Stimmung gespalten zwischen etwas Hoffnung und mehr Skepsis. Hier verbreitet auch Trump bisher nicht viel Zuversicht seit der Wahl. Schon im Wahlkampf äußerte zwar er sich für US-Verhältnisse erstaunlich freundlich über Russland, gleichzeitig sprach sein zukünftiger Vizepräsident Mike Pence, ein bekennender Russlandkritiker, von der Notwendigkeit einer harten Hand gegenüber Moskau. Und nun ist Mitt Romney als zukünftiger Außenminister Trumps im Gespräch, der Russland 2012 als größte strategische Bedrohung der westlichen Welt bezeichnete. Noch vor der Wahl galt er als mit Trump verfeindet. Als russlandfreundlicher gilt der zukünftige Justizminister Trumps Jeff Sessions, aber es ist die Frage, was er in diesem Amt zur russisch-amerikanischen Verständigung beitragen kann. In die gleiche Richtung geht der zukünftige Berater für nationale Sicherheit Michael Flynn, übrigens eigentlich ein Demokrat, der jedoch Hillary Clinton nicht unterstützen wollte. Hier sehen wir ihn sogar neben Präsident Putin und das noch dazu auf einem Event von Russia Today. Es ist wohl dieser Unterschied, dass nicht alle Mitglieder seiner Mannschaft von den Russen als feindlich empfunden werden, der Trump in Russland einen Vorsprung verschaffte. So hoffen laut einer Umfrage von Visiom auch 46% der Russen auf eine Verbesserung des russisch-amerikanischen Verhältnisses. Das sind viele, aber keine Mehrheit. Wie es tatsächlich weitergeht zwischen Russland und den USA, seht ihr natürlich bei uns. Ein Experteninterview über das angespannte Verhältnis von NATO und Russland unter dem Link. Abonniert unseren Channel für immer die aktuellsten Russland-News.